Du Scheißspiel, du willst, dass ich da hingehe und da passiert wieder was, oder was? Nein! Nein! Ah! Oh Mann, ey, Alter, das Ding hat's echt in sich, Mann. Aber richtig, Entschuldigung immer für die Hand, das ist wegen, mein Mikro ist davor. Und dadurch ist das Tracking natürlich hier so ein bisschen an der rechten Hand ein bisschen komisch. Muss dran denken, das hier so anders zu halten. Also entschuldigen, falls die Hand mal hier so gerade eben so nach vorn gerutscht ist. Okay, jetzt ist die Tür hier zu. Wo sind wir denn als zweites reingegangen? Hier? Bestimmt, wa? Jesus. Hier ist kein Bild dran. Hier ist gar nichts dran. Ja, Staub wieder. Ist gut. Ey, ich bin langsam... Ich schwitze sowieso wieder. Halt's der Maul! Psst! Was? Lern mal ein bisschen besser schreiben. Ich kann nicht lesen, was du hier siehst. Nicht lesen, was du hier siehst. Nicht sehen, was du hier schreibst. Mensch, du Penner, du. Ich glaube aber, es heißt Dead End. Nice, danke für die Nach... Was? Danke für die Nachrichten. Arschloch! Oh, hab ich mich erschrocken vor der Statue, Alter. Hab ich mich vor der Statue erschrocken. Und jetzt flüstert sie mir auch noch zu, Alter. Jetzt flüstert sie mir auch noch zu. Heilige Scheiße. Also, falls ihr es jetzt nicht gesehen habt, Leute, guckt euch die genau an. Die Statue atmet. Die Statue atmet. Scheiße. Wir müssen weg hier. Wir müssen weg hier. Gottes Sinn. Ja, schreibst du zum zweiten... Schreibst du zum zweiten Mal. Alter, vor allem bitte jetzt hier nichts mit verfolgen. Ich hatte das Gefühl vorhin, er hat uns schon verfolgt. Weil die Stimme hinter uns war. Jetzt ist hier ein Totenschädel. Was soll das? Warum? Lauf mal, ich kann mich gerade nicht bewegen. Nimm mal nochmal. Da ist eine Wundstelle. Ich überlege manchmal, ob man Sachen finden kann, aber... Wenn ich zum Beispiel jetzt mit der Leuchte hier hinleuchte. Okay, scheiße, ich gehe rückwärts. Ich habe einen Schädel. Was es jetzt aber nicht weniger gruselig macht. Das ist auf jeden Fall eine Stelle. Ja, kein Weg nach draußen steht da schon wieder. Warte, ich will mal gucken. Das macht mich gerade echt neugierig. Irgendwas? Nee. Hätte da sein können. Irgendwas da, weil am Schädel so eine Stelle ist. Dass wir damit irgendwie das... was da einen Hinweis oder so bekommen. Neues Bild. Schon wieder eine Stimme hinter uns, ey.
wieder Jesus. Oh Mann, ey, Mann, der scheiß Staub. Oh nein. Staub und Dreck. Mehr war es nicht. Ih, hier ist was. Und wir müssen echt, ey, ich vergesse es auch immer wieder. Wir müssen mutig bleiben, verdammt nochmal. Wir müssen uns stellen, wir müssen das Ziel haben, ihn aufzuhalten. No one had the strength to subdue him. Night and day in the tombs and in the mountains, he kept crying out and cutting himself with stones, and Jesus declared, "Come out of this world, one." Ja, die Stimme war jetzt sehr beruhigend. Da chillt einer. Unsere Fackel ist schön ausgegangen. Super. Dankeschön, Spiel. Hallo? Warte, ich will ihn abwerfen. Hallo? Wir haben unser eigenes Licht. Tut mir leid, ich bin fertig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Auch nichts. Da können wir gar nicht ran. Hier ist irgendwas Geschriebenes. Ach du Scheiße. Unser Licht. Mann, mir fallen immer die Sachen runter. Ach, schon wieder, weil ich mein Buch greife. Guck mal, wie aufgeregt ich bin. Mein Charakter. Atmet der? Da bewegt sich was einmal an seinem Mund. Sehr nice. Mir fällt nichts anderes ein, außer ich will nicht. Vielleicht. Okay, die Kehle ist aufgeschlitzt. Doppelt nice. Wieder alles Anzeichen hier. Jesus Christus. Du Penner, ich weiß sowieso, dass du aufspringst. Pater. Was? Ach, das Spray. Jetzt das Spray. Pater? Warte mal. Okay. Warte, hier nochmal gucken. Okay. Das Spray. Aber mir kommt es nicht vor, als wenn da ein Dämon drin wäre. Doch. Doch. Oh. Was zum Teufel? Hallo? Ja? Hallo? Nein! Mein Kreuz ist runtergefallen. Hier sind umgedrehte Kreuze. Und ich habe Angst. Okay, da ist es wieder. Okay, wir haben unser Kreuz, Leute. Wir müssen mutig bleiben. Aber ich hab Schiss. Scheiße! Nein! Was passiert hier? So, da haben wir es wieder. Okay, wir behalten es in der rechten Hand. Was? Was soll das?
Eine Schweinemaske. Keine Schweinemaske, das ist ein Schweinekopf. Hallo? Was soll... Was? Oh Gott. Oh Gott, nein. Was? Hä? Was passiert hier? Nicht schon wieder! Oh Gott, nein! Hallo, Dämon, geh! Ey Leute, scheiße, Mann, Alter! Was passiert hier? Du Scheißspiel, du willst, dass ich da hingehe und da passiert wieder was, oder was? Nein! Nein! Ah! Okay, du Penner. Okay, okay, alles klar. Du willst es auf die harte Tour. Alles klar, komm her. Komm, Alter, Leute, die machen wir für diesen Schreck. Alter. Ja, ja, ja. Pass auf, mein Freund. Pass auf, mein Freund. Ja. Pass auf, du kleiner Penner. Komm, komm her. Was? Ach ja, sicher? Leute, jetzt bin ich sauer. Leute, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir scheiße sauer sind. Gott hat mich gerettet. Hm? Du Penner. Oh, bin ich sauer gerade. Für diesen Schocker. Rennt so ein Mistschweinvieh auf uns zu. Leute, dem zeigen wir es jetzt, Alter. Dem zeigen wir es. Wenn der Gegner so eine Ausmaße auf dich einwirkt, mit so einem brutalen, brachialen Illusion, zeigt das an Schwäche und Angst vor diesem Pisser. Das hier habe ich im Trailer gesehen. Das möchte ich auch gerne machen. Wow, ist das tief, Alter. Ist das tief. Ich würde sagen, wir gehen runter und gehen an. Gehen's an, Freunde. Tut mir leid, ich bin fertig. Wow, fuck. Wir gehen runter. Wo ist unsere Fackel? Die ist weg. Unsere Fackel ist weg. Ah, Mann, ey. Wieder Altersschwäche. Ah, da ist die Fackel. Okay. Dann brauchen wir das nicht. Okay, können wir uns jetzt hier ranziehen? Ja, können wir. Okay, Leute, dieser Schocker, ey, der war unfassbar. Habt ihr wahrscheinlich selber gemerkt, oder vielleicht euch hoffentlich vielleicht auch sogar selber erschrocken. Das war der Phineas Bell of St. Vincent de Paul in Boston. If you're listening to this, I expect that Pazuzu has already stained my mind. Do not let him do the same to you. You must finish my work. However lucid his savage visions, however piercing his violent threats, he must be stopped. His flame must be extinguished and his presence expelled from the tomb. It is the only way. It is the
only way. Okay, wir haben Stimmen gehört. Leute. Diese Stimme. Der Mann. Er hat's versucht und hat versagt. Und er sagt, wir müssen ihn stoppen. Den Dämon. Das pure Böse. Wir müssen es stoppen. Er hatte versagt, aber wir sollen und können es schaffen. Und das werden wir auch tun. Selbst wenn wir dabei sterben sollten, dann sterben wir wenigstens beim Versuch, dieses Mistvieh zu töten. Da ist er wieder. Verdammtes Mistvieh, ey. Wirklich. Ach, guck mal da oben. Was haben wir da? Eine Statue. Wir haben hier zwei Wege. Ach, da ist ein Feuer. Penner, ey. Zeig dich endlich, Alter. Zeig dich. Ich hab satt. Immer und immer wieder dich und deine Handlanger verfolgen zu müssen. Ich habe sie alle ausgeschaltet. Und jetzt fehlst noch du. Du kommst mit deinen schäbigen Illusionen, versuchst mir Angst zu machen, mich abzuschrecken. Aber deine Zeit ist endlich gekommen. Hier haben wir das Scheißfeuer. Es brennt anscheinend schon ewig. Doch an diesem Abend, in dieser Nacht, ich weiß nicht, ob es Nacht ist oder Tag, es ist eine Höhle, wird dieses Feuer gelöscht von unserer Hand. Frage ist, war es das? Hat es gereicht? Es ist alles scheiße dunkel. Ich kann auch nichts nehmen. Ich kann mein Buch nicht mehr nehmen. Ich kann mein Buch nicht mehr nehmen. What do you believe, Detective? After all the pain you've seen, all the cases that keep you up at night. So dredged from the canal? Do you believe in the cigarette-burnt limbs of a child in a shallow grave? Do you believe in the puddle of human slime that seeped through the floorboards? You think humanity deserves to thrive in its own rotting decay? That I should not indulge in humanity's madness. Why the god let you, such unholy slime, du hässliches Mistrattenvieh. Ich werde alles tun, um dich aufzuhalten. Wir werden alles tun, um dich aufzuhalten. Okay. Okay. Ich höre die göttliche Stimme. Muss er das Kreuz nehmen? Was geht hier ab? Du Mistvieh! Kommt schon, gib mir die Kraft! Gib mir die Kraft, ihn aufzuhalten! Dieses hässliche Mistvieh! Gott, gib mir die Kraft! Und auch ihr alle, die zuschaut!
Helf mir mit! Ich spür ihn! Helf mir mit! Indem ihr die Hände nach vorne hebt. Um die Kraft zu sammeln und ihn aufzuhalten. Oh! Oh, Scheiße, der hat uns voll erwischt. Oh. Scheiße, wir dürfen nicht scheitern. Wir dürfen nicht scheitern. Komm schon. Wir haben zu wenig Energie. Wir haben einfach viel zu wenig Energie. Wir brauchen mehr Kraft. Wo bist du? Versteck dich nicht. Zeig dich. Oh! Oh, immer, ich kann nicht ausweichen. Scheiße. Halt dein Maul und zeig dich. Sei kein Feigling. Stell dich. Stell dich. Komm schon, ich brauch mehr Kraft. Ich brauch mehr. Viel mehr. Wir haben es fast. Verdammt, es ist elendes Mistvieh. Wo bist du? Da, komm schon! Oh, verdammt nochmal. Wir müssen ihn aufhalten. Los! Gib die ganze Kraft! Ich brauche alles! Was? Ich dachte, wir haben es geschafft. Was passiert? Was? Nein! Lucid dream. Was? Of violence and suffering. Was? You helplessly follow as others cut and tear and sever and mutilate their victims. This is a new beginning for you, detective. You will be my claw. You will be the killer. I will kill you. And you will watch as I disembowel the remnants of your so-called humanity. Join us. You will be us. We are Legion. And we are many. Nein. Wir sind von ihm besessen. Er ist in uns drin. Finish my work. Nein. Mein Kreuz vibriert. Look to the light. Look to the light. Ich werde niemals dein Werkzeug sein. Thank you.
Ja, oh Mann, Freunde, ey. Ich mach erstmal meine Brille hier ab kurz. Hui. Alter Schwede, oder? Also, ich persönlich, Mann, das war aber ein geiles Ende. Oh, Richtung auch, für mich persönlich sage ich jetzt nur meine Meinung. Jeder hat auch natürlich eine andere Meinung. Richtig spannend auch am Ende, so Sachen, womit ich nicht gerechnet habe. Ich dachte zuerst auch, dann wieder einfach nur damit fertig machen mit dem Kreuz, dann ist vorbei. Aber einfach denn so die Tatsache, dass er uns noch in uns reingekommen ist und von uns Besitz ergriffen hat und uns dann beherrschen wollte. Er wollte mit uns kontrollieren, mit uns Sachen machen, was er auch selber erzählt hat. Und denn wir dabei zusehen müssen, was man erkennt, wenn jemand besessen ist, ist er trotzdem noch bei Bewusstsein innen drin, ganz tief im Innern des Dämons und kriegt trotzdem noch alles mit, auch wie viele der sonst noch zerfleischt, was der mit denen noch macht, mit seinen Opfern, das kriegen wir dann alles noch tief vom Innen drin noch mit. All diese Taten, ja. Und allein das wäre auch schon ein Mega-Horror. Und abgesehen davon, was er mit Opfern überhaupt da alles machen würde, mit den Opfern, wir das aber dann auch noch alles mit ansehen müssten. Krasse Geschichte, finde ich. Ist krass. Vom VR-Horror mäßig auch. Von meiner Seite aus bin ich beeindruckt. Schade natürlich für mich, trotzdem sind es immerhin 5 Kapitel halt, ne? Schön wäre natürlich, wenn da noch mehr kommt und man noch mehr erleben kann. Ja, ich würde sagen, wer ein VR-Horror, VR-Horror-Liebling ist, würde ich es schon empfehlen. Alleine sowieso was anderes immer. Hört ihr vielleicht auch öfter. Ist auch immer meine Meinung. VR-Horror selber erleben ist immer zu 100% was komplett anderes als zuzuschauen. Und wer auf sowas steht, würde ich ruhig raten, ja, holt es euch, macht es, erlebt es. Und auf jeden Fall unbedingt, was ich auch immer sage, unbedingt mit Kopfhörern. Am besten schön auch laut stellen, Kopfhörer, nicht nur Fernsehton, nee, meine Freunde. Schön Headset draufsetzen, ja, und alles schön mit voll erleben. Dann hört ihr auch, wenn was von hinten kommt, von vorne, von links, von rechts. Ist schon mega nice. Oh Mann. Also, von meiner Seite aus, wie gesagt, krass. Ich find's gut. Ich find's gut gemacht, sehr gut gemacht. Na klar, es gibt immer Verbesserungsvorschläge manchmal. Oder jeder hat Verbesserungsvorschläge. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich bin auf jeden Fall zufriedengestellt, sage ich mal. Mein Gamerherz ist im VR-Bereich sehr zufriedengestellt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet auch ein bisschen lachen, wie ich mich erschrecke, oder habt euch vielleicht auch selber erschrocken. Und ja, dann bedanke ich mich wieder mal bei euch fürs Zuschauen. Und ja, lasst natürlich immer wieder gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und gerne auch deutsche VR-Gamer abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ne? Gut, dann macht's gut. Habt noch einen schönen Tag, morgen oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video geschaut habt. Und ich verabschiede mich bei euch und sage, haut rein, Freunde, macht's gut und ciao.